Warum sind wir in der First Trumpet? Es ist doch niemand gestorben, oder? Gibt es da noch Young? Aber warum hat er einen Besen dran? Die hat ja den Debuff noch nicht. Wobei die ja das eigentlich auch ziemlich gut alleine klärt. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Lobotomy Corporation. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, Tag 36. Wir haben hier unten ein neues Team, das Record Team und eine neue Abnormality. Wir haben alle Sephiroth-Meltdowns von hier oben abgeschlossen. Ja, und jetzt gilt es ein wenig zu leveln. Die Leute ein wenig auszurüsten, weil wir hier ein paar neue haben. Ich glaube, wir haben außerdem von irgendwas auch die Rüstung verloren. Ich glaube, von dem hier Waffe und Rüstung. Das hatte Christopher an, aber ich glaube, das ist auch nicht so wild. Aber ja, wir müssen Vincent und Chloe ausstatten. Ist das Chloe? Das sieht fast aus wie ein D. Ich dachte schon, was ist das für ein Name? Aber ja, wir schauen mal, was wir denen so geben können. Ich würde sagen, hier so eine Sniper-Waffe ist doch noch ganz angebracht. Und ansonsten vielleicht noch ein bisschen... Eigentlich wäre mir weißer Schaden lieber, aber... Ich glaube, wir haben keine Ranged-Waffe für weißen Schaden, außer dieses Hühnchen hier. Das macht nicht so viel. Ja, wir können es mal trotzdem nehmen. Es geht generell darum, ein bisschen weißen Schaden zu haben, falls die Leute durchdrehen. So, und rüstungstechnisch? Ja, ich meine, die sind ja alle schon ein bisschen aufgelevelt. Da können wir ihr hier sowas geben und ihm... Vielleicht tatsächlich auch das. Dann hat er die gleiche Ausrüstung wie Gregory. Das ist doch ganz nett. Ja, ansonsten wäre die Frage, ob wir noch mehr Leute anstellen wollen. Ich meine, technisch gesehen fehlen uns hier oben zwei, praktisch gesehen können wir aber sowieso nicht alle leveln. Von daher, da das eventuell auch ein Durchrush-Tag wird, weil wir immer noch die Quest vom Welfare-Team haben, Finish the Day within the allotted time limit, ja, würde ich einfach mal sagen, beginn Management und wir schauen mal, wie schnell wir da durchkommen. Wir haben 11 Minuten 30. Mich wundert, dass wir das letzte Mal nicht geschafft haben. So, wir haben hier unten ein komplett neues Team. Und eine komplett neue Abnormality, die aussieht wie ein... Es sieht aus wie das Yang-Zeichen von Yin und Yang. Mit einem Besen. Ja, es ist wie immer wunderschön anzusehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was... Instinkt? Probier es einfach mal. Bei dem Mountain of Smiling Bodies machen wir mal weiter und hoffen, dass Michaela da irgendwas Neues erreichen kann. Ach, ich wollte eigentlich noch die Rüstung umstellen für unseren guten... Ich weiß nicht, wer hier leveln sollte, aber irgendwer sollte ja hier reingehen. Das war, glaube ich, das war nicht Nox. Oder doch, das war Nox. Nox hat halt zu viel Schaden bekommen, weil das Ding... Das macht weil... Ja gut, er bekommt ein bisschen mehr weißen Schaden. Dann geht da wohl erstmal Eugene rein. Und Nox kann ein wenig Attachment leveln, vielleicht hier oben. Aber ich glaube, hier haben wir auch noch andere, die Attachment leveln. Sowas wie Julian zum Beispiel. Julian kann hier Attachment leveln. Die Zeit läuft ja nicht, wenn ich auf Stopp habe, ne? Nee, gut. Wo ist Mika? Mika geht hier runter. Hier, Dia kann wieder ein Attachment hier machen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Eigentlich können wir Melting Love erstmal in Ruhe lassen. Dann stirbt uns das Welfare-Team auch nicht aus. Weil wir brauchen ja von ihr hier nichts mehr. Wir haben die Rüstung, wir haben die Waffe. Wenn sie in Meltdown geht, können wir immer noch da rein. Aber wir müssen es ja nicht direkt. Das heißt, wir könnten uns vielleicht eher auf sowas wie Snow White hier konzentrieren. Snow White's Apple. Weil hier brauchen wir auch noch die Waffen und... Ja, wir hätten auch schon eins machen können. Naja gut, mach hier mal eine Repression dir und dann kümmere dich hier drum. Und den Teddybären kannst du dich ja leider nicht kümmern. Dann ist nur die Frage, wir sollten wahrscheinlich trotzdem Employees hier aus dem Welfare-Team erschießen und hier sind direkt drei übereinander. Also, bupp, kostet uns das nur eine Kugel. Sehr wunderbar. Und dann beobachten wir einfach mal, was hier unten so passiert. Wir werden jetzt auch gleich einen Meltdown bekommen, einfach weil ich so viele Leute überall reingeschickt habe. Aber das ist auch kein Problem. Instinkt scheint hier eigentlich ganz gut zu laufen. Es macht schwarzen Schaden. Und wir müssen einmal kurz nach dem Meltdown gucken, den wir irgendwo hier haben. Natürlich hier.
beim Orchestra, weil wo auch sonst, wenn wir einen Tag neu anfangen. Und dann sehe ich ehrlich gesagt keinen zweiten. Kann auch sein, dass das direkt abgehandelt worden ist, nachdem er gestartet hat. Weil danach sind die Leute ja noch irgendwo reingegangen. Ja, also Instinct scheint auf jeden Fall schon mal nicht schlecht zu sein. Wir können mal zwei der anderen Sachen anlocken. Wir dürfen auf keinen Fall Attachment machen und Insight ist auch erkommen hier. Ja, ich weiß jetzt nur nicht, was da besser ist, aber wir könnten auch nochmal Insight probieren, nachdem der Cliff of Overload weg ist. Die nächsten drei Bullets gehen wieder gegen die im Welfare-Team. Weil ich sage ja, warum nicht, dann können wir hinterher Melting Love trotzdem verwenden und ja, brauchen uns darum keine Gedanken machen. Bei dem Orchestra, mach bitte nicht eine zu gute Arbeit, Greg. Natürlich. Naja, darum müssen wir uns nur Gedanken machen, sollte das Ding nochmal in den Meltdown gehen, was wir nicht hoffen. Aber naja. Also es kommt jetzt Dawn. Und danach kommt direkt Noon und die Sweepers haben in letzter Zeit richtig Bock. So, wir haben hier einen Noon, da kann sich Dia drum kümmern. Hier oben haben wir direkt zwei, das heißt, wir schicken zwei Leute hier drauf und zwei Leute auf das andere. Hier drüben ist es eins, worum sich Mika direkt kümmert, aber die anderen können sich auch direkt drum kümmern. Ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt davon haben überhaupt. Hier oben sind auch noch einige. Hier vom Training Team schnappt es euch. Hier vom Information Team schnappt es euch. Sie sind überall. Sie sind einfach überall. Ich glaube aber, so haben wir alle abgehakt. Wir können direkt mal wieder drei vom Welfare-Team erschießen. Damit wir das auch schon mal haben und nicht mehr dran denken müssen. Sind überhaupt noch drei Leute da? Ja, anscheinend gerade so. Ich hoffe, das sollte sich jetzt alles auch klären und dass hier nichts ausbricht. Weil irgendwie macht es mir gerade Sorgen, dass... Ach, hier unten ist noch eins. Oh, verdammt. Anthony, beeil dich mal bitte. Hau ein paar Mal drauf. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Gut, dann machen wir hier doch mal ein Insight, was auf jeden Fall high ist. Und ja, wir können dir zu Melting Love schicken, einfach wegen der Punkte. Und wir schicken auch überall anders Leute hin wegen der Punkte. Müssen wir nur gucken, dass wir nicht zu viele irgendwo hinschicken, weil ja auch Noon kommt. Darum müssen wir uns ja auch kümmern. Aber ja. Punishing Bird ist auch gerade ausgebrochen. Insight war hier unten ganz gut, wie erwartet. Können wir noch die anderen beiden anlocken. Und ja, wir können hier echt alles machen, außer Attachment anscheinend. Ich sehe jetzt nichts, was direkt höher oder niedriger ist hier dran, aber ja. So, dann wird es jetzt spannend, weil wir sehr viele Employees noch haben. Aber wir schicken hier einfach mal jemanden mit dem Attachment rein und schauen dann mal, dass wir uns um die Sweepers kümmern. Hier oben sind drei. Da kann sich das Safety-Team direkt drum kümmern. Hier unten sind drei. Ich weiß nicht, ob dir alleine damit fertig wird, aber I guess you can try. Auf dir müssen wir wahrscheinlich ein bisschen aufpassen. Hier sind welche. Mika, geh mal sofort hier rein. Und ich weiß nicht, das Disciplinary-Team hat keine. Das heißt, das kann dir auf jeden Fall helfen. Das ist hier direkt nebenan. Und die vom Central Command Team auch. Hier haben wir ansonsten keine. Ja, und hier oben sind welche. Da kann... Ich weiß nicht. Wie sieht es mit dem Information Team aus? Vielleicht Information Team zusammen mit dem Training Team. Mal ganz schnell hin, bevor die da fertig sind. Also... Ja, bevor sie hier mit Once in Hundreds of Good Deeds fertig sind. Ja, dir kann jetzt leider keiner helfen, weil... Aus ersichtlichen Gründen. Hier kriegt auf jeden Fall mal eine schwarze Bullet ab. Hier bekommt einfach schon mal einer. Der Schutzschild hält ja ein bisschen. Du bekommst eine schwarze Bullet und ihr da. Und das müsste so erstmal reichen, ne? Hier sind sie ja noch nicht da.
So, wie sieht's bei Dia aus? Dia stürzt sich drauf. Dia macht ja auch ordentlich AOE. Dia hat gar kein Problem damit. Warum sind wir in der First Trumpet? Es ist doch niemand gestorben, oder? Eigentlich nicht. Wir geben hier mal noch ein paar schwarze Bullets ab. Odili has died. Wo? Bei Hot im Training Team. Okay, die war hier wahrscheinlich drin. Und Yum Yum ist gestorben. Wer war das denn? Und warum sehe ich, aber wer war das denn? Keine wichtigen. Die hatte eine Rifle. Okay, die haben auch keine wichtigen Waffen gehabt und keine wichtige Ausrüstung. Das kann man ersetzen. Trotzdem ein bisschen doof, ja. Aber ansonsten haben wir die jetzt geklärt. Die First Trumpet ist, glaube ich, dem Big Bird auch noch nicht so wichtig. Ja, dann müssen wir jetzt mal direkt weitergehen hier. Gregoria, ja, macht einfach weiter den Tag ganz normal. Wir schaffen das schon. Keine Sorge. So, wir kriegen einen neuen Meltdown. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich kann es gar nicht erwarten, bis wir hier im Central Command Team den Meltdown fertig haben, weil dann können wir endlich das Orchester als Gefahrenquelle eliminieren. Wir haben hier den Teddybären, Dia, da kannst du dich mal drum kümmern. Wir haben hier unten das Ding, da können wir auch einen Insight wieder drin machen. Schadenfreude ist kein Problem. Wir brauchen insgesamt 7 Stück. 7 Abnormalities, die Meltdown sind das Kreuz. Wir haben jetzt gerade 1, 2, 3. Wir haben hier 4, 5, 6, 7. Okay, aber die sind gerade noch beschäftigt. Rank kann sich schon mal in das Kreuz begeben und dann müssen wir ein bisschen drauf achten. Mika, hol mal hier deinen Fahrschein ab. Ansonsten wäre der Workday jetzt auch complete. Wisst ihr was? Ich glaube, ich beende den hier auch. Weil ich hole Frank gleich noch da aus dem Kreuz raus. Bevor das hier wieder ein Chaos ausbricht. Ja. Day 36, Workday complete. Proceed to next day. Wir haben 2 Tote, aber das macht nichts. Die können wir easy ersetzen. Die waren noch nicht so hoch. Ich sag das einfach so, aber... ja, es ist halt so, wie es ist. Porcubus will sich uns unbedingt anschließen, aber wir haben wieder eine neue. Rise, my Sir. Okay, never mind. Das ist der, die andere Variante des Pestdoktors. Die wollen wir nicht haben. Sensort wollen wir genauso wenig haben, deswegen holen wir Porcubus dazu. Wobei die... naja, aber nee, wir können Sensort nicht. Sensort macht viel zu viel Schaden. I keep on calling you, A. But I think you and A might have become separate entities now. From the moment you began to have new memories, you both started to walk different paths. I must wonder how the memories separated you from A. Well, even if you two have differences, it is still important for you to witness this place through A's eyes. Why do we repeat this eternal cycle, enduring endless suffering? What's at the end of the line? What kind of world was it that you saw? The answers to these questions are what you must know. However, the choices you make are up to you, not him. As a consequence of those choices, you may lose it all, or you may gain everything. I'm not trying to control you, I just try to support you. That is my role here. Plus, I have seen many other exes who made it this far and witnessed the innumerable amount of efforts and failures they made. Now you are here, scrambling over it all and climbing up. Of course, I have kept all their data in my head, but it is not my place to share it with you. A machine has its own work to do. That's what you or A once said to me. It seems like you're holding up all right. Today wasn't the best day. Incidents happened one after another, and I'm a bit chuckered out from it. It's a good thing that everyone has such a clear-cut assigned roles. It makes it easy for them to be faithful to their task with no unnecessary contemplation or distraction. Lady Angela does a very good job at keeping everyone in check in her play.
Anytime someone tries to rid themselves of their assigned role, well, she becomes completely merciless. I myself have learned well that I have a predetermined role to play. Whether one likes it or not, they have been cast into it already. Given that, I've made up my mind to simply wait. Wait for what, you may ask? All things must come to an end, Mr. Anderson. So I'll be waiting for her plan to finally come to a close. Lady Angela, I found something strange in the documents. This record shows that the containment unit's lock failure was what allowed the abnormality to escape. Yet to my knowledge, the door was fine for the entire day, nor was there any sign of malfunction. And the one with authority over the locking mechanisms of the containment unit doors is you, Lady Angela. Angela, please tell me why. Why did you do it? You have to know how many employees under my department died that day. Such a bright one, Chest. I knew you would find out, but this is a little quicker than I anticipated. What do you mean by that? Thanks to your excellent effort, your department's escape ratio has been very low these days. You're a capable Sephira, I will give you that. I've never said this to anyone, and I don't need to either, but abnormalities create more energy through killing people. How could that be? We have written several reports and papers about importing machinery to replace the human workforce that must handle dangerous tasks, no? If soulless, cheap machines were to replace those employees, then yes, the casualty rate would drop sharply. However, that would also drastically reduce our rate of energy production. Lobotomic Corporation operates a massive business. Tasks include meeting the energy supply quota, production of electricity for the city, and business relations with our various stakeholders, such as the other wings. We refine energy via the most efficient method available and make a profit. That is the only thing we need to take into account. That's just... How could you be so cruel? Just. Any employee who works here is extremely lucky to be hired into one of the wings. Many people fight for a job here every day. There will always be someone to take the place of the dead. What right do you have to take away their fortune? I understand that you're a smart one, Chest. However, why won't you use that intelligence for something more meaningful? It seems you've taken quite a shock to this, but I warned you before. Nothing will change from how it is now. Did you think I was joking around denying you? How about you try drinking a warm cup of coffee instead of wasting your time like this? You should savor your relatively high position better than what the employees go through. Do not forget that we have one singular objective. Oh, and Chest? I am the best artificial intelligence that this place has. I never clumsily leave trails or evidence behind. Did you enjoy your little detective game? Do you know that we don't exactly exist like how we appear? I wonder how I look from your point of view. I bet it's something distasteful and incapable. Something I would have hated in the past. Oh, excuse me, I was thinking about my past. My request will be just the same as the previous ones. All I ask is you try just a bit harder with your ability in mind. Yeah, I guess I can only stay in place as always, unlike you. Finish the day with... Gott, noch so eine Quest, aber das ist jetzt, glaube ich, wirklich die letzte. Ah, naja gut, so können wir meinen zweiten Tag abschließen, ne? Welcome, eh? I missed you dearly. I've been waiting for you ever since the very first day I started working here. Do you remember this ocean? You said that this place is where everything from all rivers and streams will eventually settle.
As such, at the lowest layers, everything sinks. What do you think of this heaven painted laboriously white with plaster? I knew you would come here soon. Please think of it as a welcoming gift to you. I figured that what you longed to see may have been something else than what I have become now. Time is like a scythe. It relentlessly attempts to trim, divide, and cleave in twain the clasped together hands of those you love. Everyone I had loved is now gone, leaving me a tired old man behind. Please do not blame yourself. Back then were the brightest moments of my life. The only thing I regret is to this day is that I was too scared. I ran away without keeping my abiding promise to you till the very end. However, you eventually found me and helped me to fulfill my promise here. How can I ever be more thankful than I am right now? You're just too kind to me. Kind to the very end. The growth of each employee here is based upon the four virtues, and such growth is directly applied in reality. I wonder where the limit to them lies. First, fortitude comes from strength, forbearance, and instinctive desire. No one knows if that aspiration will become a power to protect everyone or a weapon to satisfy one's own greed. Goal: clear the day with three or more employees whose fortitude is 100 or higher, I guess. Aber das habe ich schon. Ja, weiter auf ins Record-Team. Warum ich ihnen übrigens so einen deutschen Akzent gegeben habe, keine Ahnung. Sieht für mich nach so einem deutschen Wissenschaftler aus, der da arbeitet. Oder sie, keine Ahnung. Ja, das Einzige, was wir noch erforschen können, die HP-Bullets. Gut, hier drüber wissen wir schon alles. Hier drüber könnten wir... machen wir mal die Basic Informations, damit wir mehr Work Success Rate bekommen. Wir haben Yin. Gibt es dann auch Yang? Aber warum hat er einen Besen dran? Naja, keine Ahnung. Guidelines müssen wir demnächst unlocken, aber das ist erstmal gut. Warum... Ich krieg einen Anruf. Sekunde. Gut, also die Quest vom Record-Team können wir ohne Probleme abschließen. Und naja, das Zeitlimit müssen wir jetzt auch gucken, ob wir das einhalten können. Das heißt, wir rushen jetzt nochmal durch. Ja, und die Quest vom Disciplinary-Team können wir leider nicht machen. Wir könnten auch eine Core Suppression angehen, aber ich glaube, das machen wir dann wahrscheinlich eher nächstes Mal, weil das wieder auch ein bisschen komplizierter wird, würde ich so sagen. Vor allem, weil wir hier sehr viele Employees dann missen. Naja, wir missen sie nicht, wir tauschen sie aus, aber ja. Wir müssen erstmal neue Leute hiren. Das machen wir doch einfach mal so. Können wir eigentlich auch... Wir können sie runterstufen, aber bringt das irgendwas? Also jetzt mal angenommen, ich mache hier hoch und hier runter. Nee. Also wir können sie niedrig leveliger machen. Wahrscheinlich, falls das mal nötig wird. Aber wir müssen... Also es bringt ansonsten nichts, außer wenn zum Beispiel eine Abnormality jetzt sagt, die müssen Level 1 in irgendwas sein. Aber ja, ansonsten würde das... 10, warum 10 Lock Points kosten? Achso, 1 zum Hiren und dann jeweils 3. Okay, ja, das ergibt Sinn. So. Aber brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Wir haben Ara und Piper. Und, ja, euch müssen wir auch noch equippen. Packen wir euch erstmal hier rein. Was haben wir denn jetzt überhaupt verloren? Ich glaube, wir haben von Letizia eine Waffe verloren, oder? Ja, aber das ist ja kein Problem. Dann noch von irgendwas anderem. Wir können hier auf jeden Fall mal eine Rüstung machen. Leider dann keine Waffe. Der Teddybär gibt uns auch eine Waffe oder eine Rüstung. Was wollen wir eher haben? Ich glaube eher Waffen, auch wenn das so eine Nahkampfwaffe ist. Hm, wir können auf jeden Fall einen die Waffe von Melting Love geben. Das ist vielleicht ganz angebracht. Und hier könnten wir auch die Rüstung machen. Das tun wir auch. Und dann kann die auch noch jemand haben. Elf Sachen sind immer sehr gut. Ja, das Silent Orchestra braucht leider noch ein paar Punkte, bis wir da die
Waffe machen können, aber das wird wohl früher oder später auch kommen. Wie sieht das eigentlich hier aus? Hier haben wir was Neues drüber herausgefunden, weil wir sie noch einmal benutzt haben. Das habe ich letztes Mal übrigens wieder vergessen. Ich muss dran denken, immer am Ende des Tages einmal das Ding zu benutzen, damit uns keiner deswegen drauf geht. However, some of our employees who drank the sap melted, leaving smoldering green remains. Experiments confirmed that there is a positive relationship between the frequency of the consumption of giant tree sap and the probability of exploding. Okay. Ja, mehr wissen wir darüber nicht. Ja, hier können wir noch nichts weitermachen. Und bei Porcubus können wir zumindest eine Rüstung nachmachen. Und hier können wir halt gut Instinct leveln. Es wäre so schön, wenn man die Abnormalities durch die Gegend ziehen könnte. Aber naja. Ja, Ausrüstung. Wer kommt denn dafür in Frage? Hier aus dem letzten Team. Ich glaube, Anthony kommt sehr gut in Frage für die eine Waffe hier von Melting Law. Wo haben wir sie denn? Weil der da ja auch erstmal unten alleine ist. Und der würde auch in Frage kommen für diese neue Ausrüstung, die wir hier haben. Weil dann kann der das da unten besser verteidigen. Das heißt, was machen wir ansonsten? Hier oben haben wir die Leute, denen Ausrüstung fehlt. Wir haben diesen einen Hammer, den ihr ausgerüstet bekommen könnt. Und die Waffe von Letizia. Und an Suits hätten wir das hier. Und ja, entweder das von Porcubus. Ja, ich glaube, das von Porcubus ist ganz gut. Wobei, naja, ansonsten haben wir, glaube ich, nichts, was passen würde. Gut, dann nehmen wir das auch von Porcubus für dich. Upp. Gut. Jetzt ist nur die Frage, ob wir vielleicht doch noch einen Employee anstellen und irgendwen noch weiter runter ins Team schicken. Ich glaube, Nox muss noch eine neue Rüstung, also eine andere Rüstung bekommen. Nox bekommt die hier von Julian und Julian bekommt dann... Könnte eigentlich die von Nox bekommen, die er vorher angehabt hatte, ne? Ja, warum nicht? Ja, wir bräuchten noch einen weiteren Employee hier unten. Vor allem auch, wenn da unten irgendwas schief geht. Das wird aber nicht Nox sein, weil Nox noch ein bisschen leveln muss. Julian kann das sehr gut sein, weil Julian kann hier unten dann auch Instinct leveln. Das ist sehr gut. Und dann brauchen wir einen Employee, den wir da runterziehen. Und das könnte... Ich weiß es nicht. Haben wir irgendwen, der nur Attachment leveln muss? Ich bezweifle es irgendwie, weil die wären dann bestimmt nicht Level... Die wären dann bestimmt nicht Level 4. Olive könnte man überlegen. Dass Olive hier runterkommt. Und die kann dann hier, ja, Attachment beim Magical Girl leveln. Ja, doch, die müsste hier ganz gut aufgehoben sein. Und dann heiern wir noch jemanden für das Training-Team. Und du wirst auch noch ausgerüstet. Mit, keine Ahnung. Vielleicht auch der Rüstung von Porcubus und irgendeiner Waffe, die sich anbietet. Nehmen wir mal die hier. Gut. Und dann beginnt Management. Ein weiterer Rush-Tag. Wir haben 10 Minuten 30 Zeit. Wir haben 10 Employees über 100 plus. Und ja. Gut. Instinct hier von Julian. Erstmal gucken, ob es hier irgendwas anderes zu beachten gibt. Also das Work Result. Ah, der Cliffers Counter Increase bei einem guten. Wir wollen kein schlechtes. Temperance Level 3 oder lower. Haben sie nicht? Also Julian ist höher. Ja. Okay, sieht gut aus. Und hier können wir dann weiter Insight machen. Wir geben schon mal eine Execution Bullet ab. Hier scheinen 3 übereinander zu sein. Das ist perfekt. Weg mit euch. Und dann brauche ich nämlich nur eine Bullet schießen. In der Zwischenzeit kann die ja hier eine Repression ausführen. Und genau, hier kann jetzt Nox mit einer Repression. Der dürfte jetzt nicht mehr so viel Schaden bekommen, als das aus... Also er müsste es jetzt aushalten. Dann können wir hier ein Attachment von Eugene. Hier oben ein Attachment von Olive. Müsste ja wohl hoffentlich passen. Und der Rest ist alles gleich. Gut. Hier werden die Abnormalities anscheinend alle in einer Reihe aufgeführt.
So, wir haben hier unten direkt bei Porcupus einen Meltdown. Das ist aber kein Problem. Den können wir gleich nachgehen. Wir haben einen beim Kreuz. Da können wir Frank schon mal reinschicken. Müssen wir nur gleich dran denken. Und ansonsten war es das, glaube ich. Es sind wieder nur zwei. Ansonsten wird gleich auch schon direkt Daub kommen. Das ist aber auch kein Problem. Können wir auch direkt nachgehen. Sekunde mal, hatte ich bei... Was hatte ich das letzte Mal bei Beauty and the Beast gemacht? Da hatte ich doch... Meine ich hätte... Inside gemacht, ja, gut. Weil das Ergebnis so gut war. Ich will nur nicht, dass da irgendwer aufgefressen wird oder so. So, dann lasst mal Daub kommen. Da kann sich die ja auch direkt drum kümmern. Die Angestellten hier werden erschossen. Ich gehe einfach mal von dem Fall der Fälle aus, dass hier einer der anderen Angestellten stirbt. Will ich zumindest hoffen. Und wir wollen sie ja auch nicht sterben lassen. Weil ansonsten kriegen wir Probleme mit unserer LF-Abnormality da unten. Ja, und das war dann auch schon Daubt. Und gleich kommt nun, was die Harmony of Skin ist, was mich sehr freut. Denn das bedeutet, dass wir das auch sehr schnell geregelt bekommen. So, wo ist sie denn gespawnt? Ich sehe sie nicht. Harmony of Skin, wo hat sich hin verschlagen? Ich glaube, sie ist in irgendeinem Zwischengang, weil... Ach nee, oder? Sie ist bei Tia. Ja gut, Tia hat den Dings noch nicht. Das heißt, sie könnte mal ein bisschen Hilfe vom Record-Team bekommen, wenn die nicht am Arbeiten wären. Aber sie kann auch Hilfe vom Central Command-Team bekommen. Die hat ja den Debuff noch nicht. Wobei die ja das eigentlich auch ziemlich gut alleine klärt. Sie kriegt doch überhaupt keinen Schaden. Hier ist auch der absolute Tank. Damit hat sich das schon mal geklärt. Mika ist hier leider weggegangen, aber sie sollte noch rechtzeitig dahin kommen. So, wo sind die kleineren? Wo haben die sich hin verzogen? Einer ist hier drüben, da kann sich das Disciplinary Team drum kümmern. Oder zumindest die Hälfte davon. Weil ein anderer ist auch hier oben, da kümmert sich der Rest des Disciplinary Teams drum. Hier kriegt man alle hier roten Schutz, weil das Ding gleich in die Luft fliegt. Hier oben ist einer, Training Team. Bitte, ich möchte nicht, dass hier irgendwer rumschreit. Und ich glaube, das müsste es gewesen sein, weil es kommen ja immer nur drei. Ja, das war die Harmony of Skin. So, dann brauchen wir jetzt wieder drei Execution. Brauchen wir drei Execution Bullets? Hier unten ist auf jeden Fall einer gestorben. Was sagt denn Big Bird? Big Bird sagt, wir brauchen anscheinend Execution Bullets. Dann hauen wir halt noch welche zwei vom Information Team weg. Weil, wie gesagt, einer ist auf jeden Fall gestorben. Da unten, das habe ich ja gesehen. So, wir haben einen erneuten Meltdown. Aber nicht wirklich bei problematischen Normalities. Hier oben kann Dia hin mit einem Attachment. Boah, und hier müssen halt Leute aus anderen Bereichen hin. Das könnte eigentlich Eugene mal übernehmen beim Teddybären. Und hier unten eine Repression. Könnte vielleicht sogar Anthony übernehmen. Haben wir schon mal 1, 2, 3, 4. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele es sind. Mika kann den Zug benutzen, sobald es soweit ist. Ja, ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Justin setze ich mal hier rein. Ein Kreuz. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit dem Tag. Ja, sieht gut aus. Wir haben wieder gut durchgerusht. Das haben auch alle ihren Tag abgeschlossen anscheinend, ihre Arbeit. Das heißt, Day 37, Workday complete. Es ist niemand gestorben. Wunderbar. Und wir haben zwei Quests abgeschlossen. Das heißt, es kommt jetzt noch sehr viel Story. Aber ja, wir sind noch gut in der Zeit. Scarecrow wollen wir nicht haben, weil alle zu hoch sind. Red Shoes. Und wir haben hier auch was Neues. Tell the kids, today's treat is going to be grape-flavored candy. It's his favorite. Ich habe irgendwie das Gefühl, das kennen wir schon, aber keine Ahnung. Thankfully, you've been collecting energy ever since your very first day here. Never missing a single day. My role is to encourage you to collect the proper amount of energy each day,
sometimes by nagging, and sometimes by encouraging you with praise. It must have been hard to adapt to the corporation, but you tried your best to extract the energy, along with bearing the numerous sacrifices along the way. It was also my role to butter you up with plain words to help you avoid sinking into the pit of guilt. This part was particularly irritating because being your nanny wasn't in my programming, but we still were able to fulfill our roles anyhow. You might have noticed this earlier, if you ever took a moment to look deeper into this company. But the pipelines used to transmit energy to the outside haven't worked for a long time. Right now, they are very rusty. This means the energy collected from our branch is excluded from the total energy collected by Lobotomy Corporation. Isn't it fascinating? Don't be too upset. I'm not saying that all the energy you collected was for nothing. Well, now there is one more thing for you to find out. Where does all that energy go? Are we managing to get closer to our goal? On the contrary, to what people say, it appears that aging does not necessarily bring greater wisdom. Just look at this old man, going through what feels like an endless cycle of intermittent greed, the obsession over things that have passed, pointless regret, now trapped in a routine of starting at the iron hands of the time without reason. By the way, I have always wanted to ask you something. I noticed you wear a sad expression on your face each time one of our employees died. Just as I have become an old man, no human being is free from cycle of life and death. As our research was to cure the disease, not to live forever. How about an example? Do you remember that one employee, who was nice and upfront with you? He passed away recently. When he received the letter that he was accepted into Lobotomy Corporation, he never would have expected to meet such a futile demise. If I wanted, I could have brought him back to you. But I did not. It is in the order of this place that an empty spot shall always soon be filled. Did he finally discover the secret of this place? Lives are trivial here. The tenuous hold on life can be severed so easily and yet may come back as if nothing happened. We reached a point in which we don't even need to mourn the deaths. An employee who died just yesterday may come back from my simple call, yet another employee may never open their eyes again from a single wave of my hand. That is what death means here, eh? It is neither honorable nor noble, nor it is miserable or cruel, like we think it to be. So please don't punish yourself too much. I do not wish to see you suffer from such a personal and insignificant thing. For the future will bring you much more pain to bear. What is rationality? We see and analyze through the eyes of rationality, however, its prowess and usage differs from person to person. Crude prudence blinds you to your true worth and the circumstances around you, and excessive prudence morphs into a knife that cuts you. You must be soundly rational when you observe this world and its people. Goal: clear the day with 5 or more employees whose prudence is 100. Ja, das ist kein Problem. Davon habe ich alle mehr als genug. Wir haben eine neue Abnormality bekommen. Up ins Record Team. Hello again. Will you be unfolding more of the records team? Yes. Yes, yes, I will. I will. Oh, was haben wir denn hier für Questbelohnungen? The limit on fortitude is increased to 120. The limit of prudence is increased. Or the limit of temperance. Oh, das ist schwierig. Ich würde eigentlich sagen Temperance. Einfach mit Hinblick auf Sachen, die noch kommen und so. Fortitude ist zwar schön, wenn sie tankiger werden, aber Temperance erhöht die Success Rate. Was eventuell auch schlecht ist für... Ja, ist vielleicht doch nicht so schlecht für das Orchestra, weil dann können wir nämlich
das Very Low nehmen, um ein Common-Ergebnis zu erzielen. Ich glaube, dass... Ja, wir nehmen Temperance. Eigentlich ist höheres Ergebnis niemals schlecht. So, was haben wir denn hier? Wir kennen es noch überhaupt nicht. Okay, oder wir haben zumindest noch nichts herausgefunden. So oder so. Haben wir hier irgendwas Neues? Ja... Wir brauchen 4 Punkte, um alles zu unlocken. Das heißt, wir gehen jetzt aber erstmal für die Guidelines. Oh, der sieht schick aus, der Ego-Suit. Ist zwar, ja, ist ganz in Ordnung, aber der sieht schick aus. When the work result was bad, the Clifford Counter decreased. The Clifford Counter decreased when an employee wore 07103 for more than 30 seconds. Wait, what? Was heißt hier wore? I don't get this, aber wir werden sehen. If Yin escapes, prevent any contact between it and 07103. Okay, das scheint wahrscheinlich, das gehe ich mal davon aus, dass dann Yang ist. Oh Gott, dann wollen wir auf keinen Fall beide haben. Oh Gott, was ist, wenn... Nee, das passt nicht zu der Beschreibung. Mit dem Favorite Grape Saft oder sonst was. I don't know, wir werden sehen. Aber für Yin gilt dann wahrscheinlich auch das andere, wenn das hier getragen wird. Aber, also was heißt denn... Ja. Wie gesagt, dafür brauchen wir wahrscheinlich erstmal die andere Abnormality. Haben wir hier oben noch irgendwas? Das hat noch nicht genug Punkte. Haben wir das überhaupt bedient, diese Runde? Das scheint mir so wenig. Ja, vielleicht schon. Ja, haben wir hier noch irgendwas? Hier können wir eine Waffe und eine Rüstung machen. Und ansonsten... Weiß ich auch nicht so richtig. Wir können jetzt auf jeden Fall alle ein bisschen höher im Attachment leveln. Den gehen wir nicht davon aus, dass es bei denen schon angepasst ist, die übers Ziel hinausgeschossen sind. Nee, sonst wäre Frank auch wesentlich höher. Ja, gut, keine Ahnung. Wir werden mal sehen, was dann so die nächste Zeit auf uns warten wird. Force Suppression Conditions. Clear Geburas Mission Number 4. Ich weiß nicht, ob das Number 4 oder Number... also die dritte oder vierte Aufgabe ist. Aber VRW Abnormalities könnten wir nächstes Mal probieren. Ich hatte mir das Big Bird mal angeguckt und gelernt, dass es immer den Employee mit den wenigsten HP zu sich zieht, der sich im Department befindet. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel Firenze oder irgendwen, der sehr wenig HP hat, stellen ihn in irgendeinen anderen Gang, also zum Beispiel nach unten im Department, locken dann das Big Bird raus, das wir nämlich tun können, indem wir, glaube ich, einfach schlechte Ergebnisse erzielen, oder? Ja, es dauert zwar ein bisschen, bis er dann abhaut, aber naja. Können wir halt so machen. Und dann können wir es besiegen. Eine Alternative wäre The King of Greed, indem wir einfach an verschiedenen Stellen Leute positionieren in diesen Zwischengängen und die dann immer dann reinrücken lassen, wenn ja, King of Greed sich von denen wegbewegt. Beide Sachen dauern ihre Zeit. Aber da wir jetzt nicht mehr die Quest haben mit dem Durchrushen, wäre das auf jeden Fall eine valide Option, diese Quest abzuschließen, weil ich weiß nicht, wie wir sonst WAW-Abnormalities in den Griff bekommen können. Ich weiß halt nicht, was mit Yin ist. Ich weiß nicht, ob das ausbricht. Also es kann ja anscheinend ausbrechen. Oder zumindest passiert irgendwas, wenn der... Ja doch, if Yin escapes. Also es kann ausbrechen. Aber ich habe keine Ahnung, was das macht. Und das ist mir dann auch schon ein bisschen zu gefährlich. King of Greed kenne ich ja zumindest und Big Bird genauso. Ja. Die Wespe wird wahrscheinlich nicht zählen. Glaube ich nicht. Wenn die ihren Puff macht. Aber naja, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Machen wir ja erstmal wieder Pause. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lobotomie Corporation. Bis dahin. Bye, bye.